Frau Wittmann, schauen wir noch mal in die Gaststätten. Sie haben mal in einem Interview gesagt, eine Gastwirtschaft ist nicht nur einfach ein Ort zum Essen und Trinken, sondern eine Begegnungsstätte, ein Ort zum geselligen Beisammensein, zum Feiern und zum Entspannen. Diese Orte sind also jetzt lange weggefallen, wobei Sie sich ja im Bayerischen Landtag immer wieder für sichere Öffnungen eingesetzt haben mit zuverlässigen Hygienekonzepten. Welche Chancen sehen Sie da aktuell? Ja, Frau Schneider, irgendwann hat man festgestellt, das Corona, das geht nicht so schnell vorbei. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn es losgegangen ist, 20. März, da haben die Kollegen oft auch Zelte schon aufgestellt für Stadtbierfeste und so weiter. Und dann hat es auf einmal geheißen, alles wird abgesagt, sofort muss abgebaut werden. Und dann hat man immer gemeint, ja, wie lange dauert das jetzt? 14 Tage? Tage, ein Monat, die eine Veranstaltung oder dann ist die zweite Veranstaltung abgesagt worden. Und irgendwann hat die Branche festgestellt, die Gastronomie und die Schausteller natürlich auch, dass es länger dauern wird und dass man sich auf diese Situation einstellen muss. Das hat die Gastronomie hervorragend gemacht, auch die Schausteller natürlich. Man hat gewusst, man hat aufgrund der Fachliteratur und auch der Virologen und des Fernsehschauens und der Medien und und gerade der Dr. Gebhardt von den Verbänden die Unterstützung und die Marktkaufleute, da hat es einmal geheißen, ja, wir müssen irgendwie das organisieren mit den Masken, mit den Abständen, die Hygiene. Die Hygienevorschriften sind ja in der Gastronomie immer schon ein wesentlicher Bestandteil unseres Tuns und Agierens gewesen. Aber es sind halt neue Aspekte dazugekommen, das Personal zu schulen, eben so Plexiglasscheiben oder Glasscheiben zwischen den Sitzgelegenheiten, die Sitzgelegenheiten vielleicht 1,50 m bis 2 m auseinanderzuziehen. Und eben entsprechend den gesetzlichen Regelungen, die gerade gegriffen haben vor Ort, hat man natürlich dann das Geschehen neu bewertet und neu, immer wieder neu justiert. Die Kollegen, die sind auch rührig unterwegs gewesen, das hat der Dr. Gebhardt auch schon gesagt, man hat sich dann was einfallen lassen, ja. Die Stände, Essen to go, dann Volksfest to drive, also jeder hat sich ein bisschen was einfallen lassen, weil jeder gewusst hat, die Pandemie geht nicht so schnell vorbei und man muss sich dieser neuen Herausforderung stellen. Und das haben die Kollegen hervorragend gemacht und haben auch Dinge in Auftrag gegeben, neue Lüftungen in die Gaststätten mit eingebaut. Man hat das Personal geschult, die ganzen Desinfektionsmaßnahmen, das ganze Haus nochmal überprüft. Also man ist da wirklich gut unterwegs gewesen. Auch ist auf die Kommunen zugegangen, gerade im Außenbereich der Gastronomie, dass man halt die Sondernutzungserlaubnis, dass man halt die Tische ein bisschen weit auseinanderstellen darf, auf den Gehwegen oder im Straßenbereich. Also man hat da sich einiges einfallen lassen und das hat man auch als Chance verstanden. Aber es ist natürlich schon so, wie es jetzt momentan ist, die Chancen sind jetzt auch wieder da. Außengastronomie unter 100 Inzidenzwerte kann geöffnet werden. Aber, und das hat der Dr. Gebhardt auch schon richtigerweise gesagt, für den Unternehmer stellt sich natürlich schon die Frage, ja, unter 100 sind wir jetzt, aber bleiben wir unter 100? 5 Tage oder wie lange geht's? Kann es sein, dass ich jetzt mit meinem Betrieb hochfahre, Ware einkaufe und dann das Personal von der Kurzarbeit wieder zurückhole? Kann es passieren, dass man dann womöglich nach 5 oder 1 Woche oder 5 Tagen wieder über 100 sind? Also das Auf und Nieder und das wenig Perspektive für die Länge, für die nähere Zukunft. Das ist anstrengend, das kostet Kraft und manche Kollegen, die machen es einfach mit, weil sie ihre Kunden halten wollen, weil sie das, was der Christian Buchner zu Recht gesagt hat, weil sie einfach die Lebensfreude, den Beruf einfach wieder auszuüben, das geht ja auch ab und das braucht ja der Gastronom, dass man sich das erhält, unabhängig von dem wirtschaftlichen Erfolg, muss man jetzt einmal sagen. Weil die Rechnung, die wird ja immer erst später gemacht, die ganzen Investitionen, die nötig sind, mit Abstand halten, Desinfektionsmitteln, womöglich ein kleines Bordzelt vorm eigenen Hauseingang, dass die Leute in Schlangen warten können, um to go Lebensmittel abzuholen. Also all diese Dinge kosten ja auch ein Geld. Aber trotzdem haben sie der Großteil der Branche auf den Weg gemacht und sich diesen neuen Herausforderungen gestellt und ich sage auch sehr gut gestellt. Und wenn man die Kriterien anlegt, wenn man zum Einkaufen geht in den Lebensmittelmarkt und wenn man die gleichen Kriterien dann anlegt in der Gastronomie, dann bin ich schon der Meinung, dass man hier für unsere Branche, für die Gastronomie, Hotellerie und Schaustellerbetriebe mehr an Öffnungen notwendig ist.
Herr Dr. Gebhardt, weil es Frau Wiedmann gerade angesprochen hat, mit, oh, wie soll man das alles überhaupt machen, auf, zu und wie läuft die ganze Vorbereitung? Da fällt mir ein Zitat ein, das ich gelesen habe von Armin Hollweg vom Hotel- und Gaststättenverband im Oberallgäu. Der hat nämlich gesagt, wie stellt sich die Politik das vor? Sollen wir, wenn nach ein paar Tagen die Zahlen wieder über 100 steigen sollten, dem Gast beim Frühstück dann sagen, dass er nur aufessen darf, aber danach sofort wieder heimfahren muss? Das trifft es eigentlich auf den Punkt, oder? Ja, das ist tatsächlich gerade unser größtes Damoklesschwert, das noch über uns schwebt, auch wenn wir jetzt froh sind, dass die Inzidenzzahlen sinken und hoffentlich auch stabil unten bleiben. Aber was ist, wenn lokal wieder ein Ausbruch ist? Ja, es hieß ja immer, wenn ich Infektionsketten nicht nachvollziehen kann, dann ist es schlimm, dann müssen wir schließen. Aber wenn es jetzt meinetwegen ein ganz zuordnenbarer lokaler Ausbruch wäre und ich bin tatsächlich 3 Tage über 100, dann müssten am übernächsten Tag, also am 5. Tag, tatsächlich die Gäste wieder abreisen und die Hotels schließen. Das ist natürlich eine Situation, die ist katastrophal. Nur leider hat man dies in einem Bundesgesetz verankert. Also das ist im Infektionsschutzgesetz drin und ist diese sogenannte Bundesnotbremse und die gilt automatisch in Gesamtdeutschland. Das Gesetz läuft erst Ende Juni aus. Ich würde es sehr begrüßen. Es wäre auch sehr wichtig, dass man das so schnell wie möglich hier ändert. Das heißt, wir wollen überhaupt gar keine Inzidenzwerte abschaffen, sondern einfach diese inzidenzunabhängige Öffnung. Und zwar nicht einfach nur so, sondern weil es verantwortbar ist. Die Jutta Wittmann hat gerade die Hygienekonzepte angesprochen. Und das muss ich jetzt auch noch mal genau sagen. Also wir haben es wirklich geschafft, vermeintlich unsichere Bereiche bestmöglich sicher zu kriegen. Es steht außer Frage, dass wenn ich die Gastronomie wie vor Corona stattfinden lassen würde, ich meine, man lebt ja von dem engen Kontakt, von dem Austausch, dass das dann Infektionsherde sein könnten. Aber das haben wir ja genau geschafft mit klugen Umsätzen, Nachrüstungen und Konzepten, dass wir es eben sicher hingekriegt bekommen. Und da ist nur ein Beispiel mal, weil es auch immer angesprochen wird. Was unterscheidet uns von einem Einzelhandel? Ja, okay, am Tisch kann man keine Maske beim Essen und Trinken tragen. Im Übrigen auch nicht im Fernsehstudio bei den ganzen Talkshows, die jeden Tag stattfinden, wo die Experten sitzen. Die Virologen, die immer sagen, man darf drinnen oder es ist draußen schon gefährlich, die sitzen im Studio übrigens. Das heißt, an diesen Tischen dürfen aber ja auch nur die sitzen, die nach allgemeinen Kontaktbeschränkungen sich auch treffen können. Das heißt, die treffen sich im Privaten. Und deswegen kann man das sehr wohl verantwortbar machen. Und das fordern wir ein. Und im Übrigen, da kann man eben auch nicht Ländervergleiche machen und schon auch gleich gar keine Bundesländervergleiche. Denn ein Kollege aus Brandenburg hat mir erst vor 3 Wochen gesagt, könnte ich mal euer bayerisches Hygienekonzept haben. Im Osten, ich halte mich zurück, aber da gab es in der ersten Welle gab es eigentlich kein richtiges Corona, wenn ich es einfach mal so ein bisschen provokant sagen kann. Das heißt, wir haben in Bayern tatsächlich Hygienekonzepte, die sind nun mal besser als in anderen Bereichen. Und deswegen sind wir überzeugt und finden wir es wichtig, dass wir eben von Inzidenzöffnungen weggeht hin zu Konzeptöffnungen. Das Schlimme sind ungeschützte Kontakte, die sind gefährlich. Also müssen wir möglichst ungeschützte Kontakte minimieren. Geschützte Kontakte sind nicht das Problem, sondern das Gegenteil, sind Teil der Lösung. Und deswegen haben wir immer auch gesagt, wir sind die Lösung, damit Infektionen auch langfristig runtergehen, weil wir schaffen geschützte Bereiche. Wir werden keine 100% Sicherheit hinkriegen, aber das Risiko, sich da wirklich zu infizieren, das sagt ja auch das RKI, ist so minimal, dass diese Bereiche sogar wichtig sind. Wichtiger, als wenn ich in der Hotellerie die Verwandtschaft im engen Einzimmerwohnung übernachten lasse, als dass ich sie im Betrieb mit all den Hygienemaßnahmen übernachten lasse. Herr Buchner, unser Gesundheitsminister, der Jens Spahn, der meinte vor einem Jahr, Zitat, das, was nach dieser Pandemie als letztes wieder möglich ist, ist im Zweifel die Party und das Volksfest. Heute können wir uns ja vorstellen, dass wir mit Maske, mit Impfpass, negativen Corona-Test ins Hotel können, in die Gaststätten. Mit dem Volksfest ist das schon ein bisschen anders. Wie soll denn da das stattfinden? Ja gut, diese Konzepte werden wir genauso umsetzen können wie die Hotel- und Gaststättenbranche, wie der Biergarten. Das ist nicht so schwierig. Man muss halt diese Volksfeste, wir haben es auch im Kleinen schon probiert letztes Jahr, bei uns in der Gegend in Mainburg zum Beispiel, haben wir ein kleines Volksfest abgehalten, auch in Pfaffenhofen, ein Volksfest to go, das war eingezäunt, auch mit einem kompletten Hygienekonzept, mit Abstandsregelung, mit Einlasskontrolle, hat einwandfrei funktioniert, die Leute waren diszipliniert.
Die haben die Abstände eingehalten. Die Kollegen, die dort waren, haben ein bisschen gute Umsätze gefahren. Man hat es halt auch entzerrt durch die Länge des Volksfestes, die Dauer des Volksfestes. Man hat dann 14 Tage draus gemacht und geschaut, ob es anläuft. Dann haben wir eine Woche dazu gemacht. Die Kollegen, die da dort waren, waren auch erleichtert, weil sie wieder mal sich präsentieren konnten. Und die Kunden, die alle kamen, die waren so fröhlich und so froh, die haben sich gefreut. Das Lachen, wenn du das wieder mal siehst, das tut das so gut und die Leute, denen hat es auch gut da. Und wenn, so wie am Vatertag, die Leute dann zu Hause feiern, dann muss ich schon auch sagen, das ist natürlich alles sehr, sehr gefährlich. Jeder hat nur eine Toilette, hat Stoffhandtücher, lüftet nicht und draußen kann ich alles machen. Also ich bin da auch genauso wie der Herr Gebhardt, genauso dafür. Die Außengasse muss schleunigst öffnen und man dürfte dann nicht mit diesen Inzidenzzahlen noch jetzt länger rumtraktieren. Das hilft nicht. Es wird immer wieder so ein kleiner Hotspot irgendwie geben, dass er irgendwas in einem kleinen Heim oder sonst irgendwas ausbricht. Aber das kann doch nicht die ganze Menschheit deswegen jetzt darunter leiden, dass man da sagt, die Zahl ist so und das ist Punkt und Fakt. Ich bin genauso dafür, dass wir wieder aufmachen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig für die Mentalität und auch für unsere Jugend ist wichtig. Die sind ja nur noch virtuell unterwegs. Die laufen ja apathisch rum. Das ist ja nicht mehr normal. Die gehen raus an die Luft. Die müssen sich treffen, die müssen wieder miteinander reden. Das ist das Allerwichtigste. Das ist ganz, das gehört dazu.